Gurk. Herr Wunderschön, meine Freunde, und willkommen beim Max Frier Shop. Also, Junge, Alter, es ist immer noch fucking megamäßig kalt. Und es ist nur ein Grad und das ist nur der Anfang. Ich mag einfach keinen Winter. Ich muss direkt mal die Heizung von meiner Karre reparieren. Das ist immer so eine Idee. Pass auf, es geht heute los mit einer Sache, worauf ich null Bock habe und ich ursprünglich eigentlich gar nicht für heute eingeplant habe, aber mir eingefallen ist, ich sollte das heute machen, weil es Sinn ergibt und es muss ja irgendwie weitergehen. Wer es nicht weiß, ich habe gefühlt, oder ich glaube so nah dran, ungefähr 2 Sattelzüge voll Käferteile gekauft. Vielleicht 2 nicht, aber 1,5 Sattelzüge voll auf jeden Fall. Das heißt, ich habe ein riesengroßes Käferteil-Konvolut. Das liegt aber nicht hier. Das liegt tatsächlich irgendwo da oben bei Aurich, bei Westerholt liegt das, auf dem Bauernhof und wartet auf mich, dass ich es abhole. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein ganz schönes Brett. Und ihr könnt euch doppelt vorstellen, wohin damit? Ne? Warum kaufe ich das? Ganz einfach, um damit Geld zu verdienen. Erstmal will ich ein paar Teile für mich selber absneaken, logischerweise, weil ich habe ja selber 2 Käfer und ein Käfer ist hoch wie ein Rallye-Golf und der andere Käfer ist nur Obergurke, aber ist voll fahrbereit, der da. Ne? Und der andere steht halt im Außenlager, wo will ich hingehen. Und das Problem ist folgendes, ich muss Autos da weg haben. Ja, doof, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich eine Tour werde ich laufen und mit Powerbank und mit roten Nummern. Die nächste Tour werde ich wahrscheinlich mit einem Abschleppwagen fahren und die Dinger wahrscheinlich zu zweit mit der Abschleppbrille holen. Also ich muss 4 Autos heraus haben und die Autos müssen enger stellen, damit ich diese Käfergeschichten irgendwo unterbringen kann. Weil ich habe noch ein Außenlager, was ich auflösen muss. Und ja, da gehen schon mal 2 Tage für drauf, glaube ich, für die Nummer. Definitiv. Und dann geht die Käfernummer los. Geht auch noch mal eine Woche für drauf. Also, seid ihr dabei? Hoffentlich, weil das wird eine ziemlich harte Woche. Na gut, ich werde das nicht nur das machen. Aber heute habe ich gedacht, ich mache das. Ende der Woche fahre ich vielleicht die erste Rutsche, denke ich. Und hier, ja, und dann halt nach und nach. Und das geht nicht anders, weil alles auf einmal schaffe ich nicht. Irgendwie das Tagesgeschäft einbrechen. Die Woche ist Nico jetzt ja auch nicht da, das ist auch ein bisschen doof. Dann kann ich die Nummer halt auch nicht mit ihm machen so. Der Jörg hat sich angeboten, mir zu helfen beim Käfertransport. Den werde ich auch nochmal anfunken dann. Wer Jörg nicht kennt, Roter Polo im Gurkenmuseum, 86C. Der hilft mir auf jeden Fall aus. Ja, und ich guck mal, was kommt. Wollen wir los oder was? Powerbank habe ich hier. 2 Füße habe ich, ich laufe da jetzt hin. Nehme rote Nummer mit und wir holen den ersten Wagen. Ein VW Passat 3B mit 4 offenen Fenstern. Deswegen muss er auch in die Halle rein, weil den können wir nicht draußen hinstellen. Doofe Idee. Das ist der Zwillingsbruder übrigens von dem Automatik-Passat mit den Tuning-Leuchten, der auch auf dem Hof steht, aktuell. Ne? Den man nicht mit der Hand abschließen darf, den guten. Man kennt ihn. So, auf geht's und bis gleich. Und ich weiß gar nicht, wie ich hier auf Stopp drücken soll, weil ich die Hände halt voll habe. Warte mal, Junge. So, los geht's. Okay, damit den Laufen war nicht so eine gute Idee. Ich glaube, ich bin jetzt bei 15 Minuten oder sowas. Und laufe immer noch. Aber bin auch angekommen. Ja, lohnt sich aber nicht. Die Idee war nicht so schlau. Das heißt, nächste Runde fahren wir auf jeden Fall mit einem Abschleppwagen. Da können wir auch zwei gleichzeitig mitnehmen. Das erste Auto auf dem Plan ist dieser Passat hier. Passat 3B Limo 1,8er. Handgerissen. Das ist eine richtige Rennmaschine. Der muss auf jeden Fall hier raus, um den Platz zu gewährleisten, den ich halt brauche für die Käferteile. Tim, habe ich ja gerade schon erzählt. Natürlich ist die Batterie leer und der Wagen ist eigentlich fast schon tüffig. Der ist in ziemlich gutem Zustand. Der hat nur das Problem, dass dieses hier im Türschloss, kann man ja offen zuschließen, hier ist ein Kontaktschalter dahinter. Genau der ist kaputt und deswegen gehen die Fenster immer auf bei dem Auto. Das ist totaler Scheiß, totaler Abfuck. Thema haben wir ja schon bei anderen Passats auch schon gehabt. Es ist einfach eine totale Passat 3B-Krankheit. Sonst solide Karren, wenn die Haubendämpfer funktionieren, super. Scheiße. Sonst ziemlich solide Karren. Aber wie schon gesagt, das ist halt die Macke von diesem Auto und von diesem Autotyp auch. Das ist schon echt ein Ding. Jetzt brauche ich erstmal meinen Stabsen unterpacken, weil der Haupten. Oh, hier. Die hängt da von einer Wand. Und dann vor dem Porsche hier, guck mal. Haben wir was draus gebaut. Ob ich das von der Wand flicken kann? Oh. Brauchen wir noch nicht mehr, oder? Aha. Guck. Und das nehmen wir jetzt. Und nimmst das Haubenhalter. Und dann fahren wir die Karre nach Hause. Weil der hat sonst eigentlich nichts. Deswegen auch die große Halle, weil er halt ja sonst
Wieso kann ich erklären? Sonst haben wir mit der Karre ein geringfügiges Problem mit, er könnte eventuell absaufen, weil alle Fenster auf sind. Aber mit einer Hand zu arbeiten, ist echt eine Katastrophe. Alter Schwede. Großen Respekt vor Ultima Köln, Alter. Wenn ich mir das so mit der Kamera allein schon am Tüdeln bin. Und ich meine, er auch. Und er hat ja wirklich nur eine Hand. Also das ist unglaublich. Wer das macht. Wirklich. Also kannst du so sagen. So. So. Zack. Masse. Plus. Oh, oh. Nicht runterfallen. Fall nicht runter, Haube. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Alter, was eine Scheiße. So, guck mal, was er sagt. Ob er jetzt direkt Bock hat? Hoffen wir mal, ne? Wäre ja schön. Haben wir schon einen Autofahrplan runter. Boah, Sitzeinstellung, Marke Gurke. Lenkrad leicht angeschimmelt. Interessant. Das wird hier in der Halle scheinbar auch. Zu wenig Kontakt. Oh, die Powerbank ist im Arsch. Und das wäre eine Vollkatastrophe, weil ich habe keine Karre hier stehen mit voller Batterie. Komm schon, Kleine, du packst das noch. Das kriegen wir eine andere bestellen. Oder ein Ersatz-Akkusatz dafür. Man kann die Akkus tauschen, habe ich gelesen. So, guck mal, was er jetzt sagt. Jetzt haben wir noch ein bisschen wenig Musik drauf. Das wird nichts. Ich gehe nochmal in den Kontakt bei. Ja. Und läuft gleich rund wie ein Traum. Schön. Teile dabei. Alter, der Gurt, stimmt, der war da dabei gewesen. Den Wagen kennt ihr übrigens gar nicht. Den habe ich im Laufe der D-Max-Dreharbeiten gekauft tatsächlich. Deswegen könnt ihr ihn noch gar nicht kennen. Fakt auf jeden Fall ist, der steht ganz gut da. Den sollten wir jetzt mal machen, weil Autos im Autohandel sind momentan ziemlich rar, vor allem gute Autos. Ja, sonst macht er einen ganz soliden Eindruck. Ne? Kannst sagen, was du willst. So fährt gut, bremst gut, lenkt gut. Hat Sommerreifen auf Alufelge dabei. Schon mal ganz cool, dass wir jetzt im Winter haben. Das heißt, ich brauche die Reifen nicht mehr wechseln. Ja, Fensterheber sind gerade die Sicherungen raus, damit hier die ganze Scheiße hier nicht die Fenster aufgehen. Naja, scheinbar ist es eine andere Sicherung mit diesem komischen Schalter da. Also den sollen wir bestellen. Der kostet 34 Euro, aber es ist ein bisschen doofe Arbeit, die Scheiße zu tauschen. Das ist der Nachteil daran. Und deswegen drücke ich mich so ein bisschen davor, wenn ich ehrlich bin. Aber anderweitig ist Gordon jetzt warm damit. Der kennt die Dinger ja schon auswendig. Der läuft gut, Alter. Der hat richtig Qualm, der Bock hier. 1,8er läuft, 20V läuft okay. Na guck mal, 5 Ventile pro Zylinder. Der kann was. Oh, der verwechselt. Das da ist ein anderer Passat. Er sieht nur genauso aus. Aber der hier ist nicht so verbastelt wie der andere. Eigentlich müsste der die Röhrleuchten hier kriegen, diese da und andersrum. Weil das bessere Auto vom Zustand her ist halt der hier. Nee, ist der andere halt. Aber dieser hier, der ist halt, der ist auch okay. Ne? Aber... Wie soll ich sagen? Der hier hat mehr gelaufen, 220, der andere nur 120 oder 130. Schweres Thema. Ich muss sagen, so vom Fahren her, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Kasten hier. Sehr, sehr guten Eindruck. Bin jetzt ja auch nur hin und her gefahren, von Außenlager zu Außenlager. Ich stelle jetzt mal in die Reihe, aber die können wir da vorne in die Reihe stellen eigentlich. Der wohnt nicht so weit hinten, ich wollte ihn auch hinten stellen, aber wer Schwachsinn will, den packen wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal an, würde ich sagen, diesen hier, weil der ist ja gar nicht mal so viel Arbeit. Auch nachgerüstete
hier Parkpiepser-Scheiße drin, aber nicht gleich direkt wie bei dem anderen Haufen da. So, die Weihnachtsgurke kann ich nicht zupacken von der MWZ, weil die brauchen sie noch. Ich kann aber den Corsa dicht stellen. Den Corsa, den brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist eine Möglichkeit. So, auf geht's und dann bis gleich beim Abschleppwagen. Und die nächste Tour werden wir auf jeden Fall mit dem Schleppi fahren. Krass, dass ich so ein gutes Auto selbst stehen lassen habe. Ne? Ist eigentlich total Todeskapital, das Ding. Ne? So, ich fange mit dem Strich 8 aus der Ecke, weil die nächsten Autos sollen dahin, wo der Strich 8 steht. Und der muss nach vorne, weil den nutze ich ja noch. Der Trick ist nämlich, den ganzen Scheiß so einzulagern mit Sachen, die du halt so brauchst, weißt du? Den brauchen wir relativ fix, den brauchen wir für den Autohandel. Die Cabrios brauchen wir jetzt im Frühjahr, deswegen können die ganz hinten stehen. Sind die voll egal zur Zeit, ne? Der Chromweg, den brauche ich ja Anfang nächsten Jahres wieder, Ostern so die Ecke. Aber eher hier eine Ganzjahreszulassung. Und hier, wenn das Wetter stimmt, fahre ich den auch, ne? Also wäre es Quatsch, wenn der jetzt hier ganz, ganz hinten verschwinden würde. Aber er sprang gut an, ne? Mit ein bisschen Geduld beim Fortlühen. Hat auch eher Bock. So, komm, weiter geht's. Dürfen nicht so rum. Oder ich darf nicht so rumtüdeln. Ich muss weitermachen. Ich muss die Gurke retten. Und wir sollten die MBZ-Gurke nachher rausholen noch. Damit die auch vorne steht, weil da geht's die Tage wahrscheinlich auch mit weiter. Noch keine Nachricht gekriegt, aber ich bin mir ganz sicher, dass die jetzt die Tage kommen. Ich sag nur im Gordon Bescheid, dass der Tor vorne auflässt, das große, wo der Abschleppwagen hintersteht. Weil der Derby muss rüber und der E30 muss rüber und der Ascona muss rüber. Die müssen alle hier hin. Weil das sind alle Fahrzeuge, von denen ich mich eventuell trennen würde. Oder wo ich halt demnächst trennen werde. Das heißt, die Fahrzeuge müssen halt da stehen. Der Jetta kann eigentlich auch rüber, der Grüne, weil der geht ja auch nach Michi. Das heißt, der kann ja auch schon mal hier stehen. Kann noch einen Anlasser brauchen. Ich will ihm ja auch Michi geben, dass er läuft. Ich meine, TÜV und so, brauchen wir nicht überreden, aber laufen wir ganz gut. Oh, an ihm müssen wir noch trocken legen, Alter. Ich glaube, der hat immer noch Feuchtigkeit im Innenraum. Aber schon besser geworden. Vorher war der richtig dicht. Das hätten schon lange verkauft, den Wagen. Wir haben schon viele Interessenten für gehabt. Aber ich will jetzt nicht so eine fahrende Nasspfütze. Oha, laufender Explorer. Das ist geil. Feier ich. Schönes Auto. Das ist auch morgens vom TÜV. Die Stoßstange ist gut geworden, ne? Wie das? Hin ist schon was Geiles geworden. Aber schon krass, ne? Ein Satz neue Zündkerzen. Und schon ist der Blazer ist schon der hier, der Explorer. Ein ganz, ganz anderes Auto, ne? Springt auf Schlag an, läuft sauber, hat keine Warnleuchten mehr. Schon unglaublich. Da läuft echt geil. Egal, müssen weitermachen. Wir brauchen jetzt ihn hier. Und mit ihm hier machen wir die nächste Runde. Und dann können wir mal gleich zwei Autos mitnehmen. Spart einiges an Zeit. Oh, keine Luft, super. Oha. Ja, man merkt, wir haben Winter. Es wird immer schlimmer. Die Diesel haben alle keinen Bock mehr. Die weigern sie, verweigern ihren Dienst. Mal gucken, morgen haben wir ja TÜV-Tag. Und vielleicht kann Tina das erfahren. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, nee, Tina ist nicht da wegen Jodi. Die ist sehr krank geschrieben. Hatte ich gesagt, wir fahren Gordon und Tina zum TÜV. Und da hätten wir schon mal die Umfuhr gefahren hier. Weißt du, wir als hier, als YouTube-Team, die Umfuhr von der grünen Rundbogenhalle, von der Flughafenhalle da, rüber in die Waschhalle da, oder die große Halle von unserer große, mega große Gurkenhalle da. Hat Gülle, mega Güllehalle. Könnt ihr ja aussuchen, wie das Ding heißt. Habt da keinen Namen für. Auf jeden Fall, doofe Nummer. Wenn du einen eigenen Scheiß von A nach B fahren musst, dann weißt du auf jeden Fall, dass du ein Problem hast. Fangen wir an mit den einfachen Autos. Er hier. Er ist einfach. Weil dann kann ich mich, wenn ich ihn rausfahre, kann ich nämlich den Lader, diesen hier, da reinstellen in die Lücke. Und dann war eine Lücke aufgefüllt. Das wäre schon mal ganz cool. Weil ich brauche dieses Stück hier. Vielleicht bist du der Derby noch ist da weg, weißt du? Das Stück könnte ich gut gebrauchen für den kompletten Platz
für die Käferteile. Ich glaube, ich kann die hier lagern. Also nicht alle, nicht perfekt, aber wenigstens, dass es irgendwie geht. Weil das müssen die ja auch, was sind das hier? Über 200 Quadratmeter. Müsste eigentlich laufen. Also ich gucke mal, ob ich eine E30 ankriege. Aber eine Powerbank hier. Vielleicht kann ich ihn auf dem Schleppwagen einfach direkt drauf fahren. Das wäre am einfachsten. M10-Motor. M10-Motor ist Vergasermotor. Und wenn der Vergaser leer ist, hat er keinen Bock. Aber der geht ja voll nach alten Sprit, Alter. Junge, Junge. Eigentlich schade, weil es eigentlich ein voll verbreitetes Auto ist, das ich eigentlich wirklich hier nur hingestellt habe. Jo, alles cool. Hat aber 278.000 gelaufen. Das für ein E30. Ich würde sagen, so altes Auto ja kein Problem. Ne? So, dann fahren wir den mal eben schnell hinten drauf. Übrigens, bevor ihr meine Batterien hier tot mobbt, ich habe tatsächlich in diesen Autos, die haben alle tote Batterien. Ich habe nämlich alle Batterien, die in diesen Autos sind, sondern Mist. Außer die für Lost Place Käfer, die ist einigermaßen okay. Ich glaube, die habe ich auch schon mal geborgen. So, steht oben drauf. Handbremse, alles geht bei dem Auto. Deswegen, der ist eigentlich ist es ein Jammer, dieses Auto zu verkaufen. Wirklich, das habe ich letztens schon gesagt. Weil ich habe den schon ewig. Ich habe den auch mal komplett gemacht. Ne? Nicht nur ich, auch hier Marc von Kartech war dabei gewesen. Aber wir haben noch ein Fahrwerk eingebaut. Und der hat eigentlich mangelmäßig nicht viel. Ich glaube, der hat braucht noch einen neuen Dings. Neue Reifen, die waren ein bisschen porös. Ne? Ja, ein bisschen aber nur. Da reicht sogar noch für den TÜV. Ich kann den eigentlich nicht weggeben. Guck mal, wie schön das Auto ist. Ah, schweres Ding. Vielleicht kann ich auch irgendwie anders Geld verdienen, dass ich das Auto nicht weggeben muss unbedingt. Das guck ihn euch an. Guck, wie traurig der guckt. Obwohl ich den Schweller ganz gerne mal schwarz absetzen würde hier. Hier so, der würde noch ein bisschen besser stehen, glaube ich. Egal. So, weiter geht's hier. Rauf damit, nicht heulen. So, der nächste bitte. Wer jetzt? Ascona wäre ganz schön, aber ich habe mich ja ganz schön eingebuddelt in der Ecke. Muss ich mal so aus dem Kopf gesagt haben. Oh, die hängen ja auch so ein bisschen. Ne? Alter, ich hänge überall an den Autos hier. Den bin ich ja nie gefahren, aktiv, diesen Wagen hier. Den habe ich mal gemacht mit Gordon. Das war eines der ersten Dinger, die wir gemacht haben. So, aber ich bin den nie aktiv gefahren. Ne? Aber guck mal, den Ascona war früher mein Daily. Und hier, ja, der Derby, den habe ich auch schon seit Kanalwegzeiten. So. Also auch schon ewig und drei Tage. So, oh, Lader, komm. Ah, komm schon. Das ist auch ein Gülle-Lader. Steht hier mitten auf Gülle. Läuft bei ihm. Ja, seht ihr, das passt schon mal. Wir müssen uns den mal irgendwann mal angucken, von unten, wie schlimm der eigentlich ist. Vielleicht können wir eine Nummer Gurkentüv darauf ballern. Wer weiß das schon. Würde ich ja feiern, ne? Also halt übliche Gurkenrestauration. Nicht unbedingt in schön, sondern halt im funktionierend. Gut, da ist der Derby. Hab die Haube schon geöffnet. Wir machen da mal ein bisschen unterstützten Strom drauf. Ich glaube, der müsste ein bisschen Strom sogar noch haben. Also ganz leer ist der nicht. Aber die Batterie, die war auch schon immer kacke von dem Auto. Wie gesagt, wenn du mit dem Auto nicht fährst, das lieben die Dinger nicht. Die werden jetzt nicht viel schlechter dadurch. Je nachdem, wie du die einlagerst. Ne? Aber die werden halt, die mögen das rumstehen halt nicht, die Autos. Und er auch, Vergasermotor, da werden wir wohl ein bisschen pumpen dürfen. Halb voll. Die Kälte tut der Powerbank gar nicht gut. Mal gucken, was er gleich sagt.
Das reicht nicht an Saft, das ist zu wenig. Das glaubst du ja schon, dass das noch was fehlt. Oh, der Pluspol geht auf Dauer ab. Ist ja kein Wunder. So, noch ein Versuch. Wenn ich muss, muss schieben. Weil ich will jetzt nicht die Powerbank endgültig leer rauben hier. Das ist ein Quatsch. Ne. Das Ding ist so, die Powerbank ist da abgefuckt dafür mittlerweile. Der Dauereinsatz in der Burgenhalle. Der Dauereinsatz in der Burgenhalle tat ihr definitiv nicht gut. Aber ja, in 2 Jahren hat er gute Dienste geleistet, muss ich sagen. Ich würde sagen, den Derby, den schieben wir. Auf nach Hause mit dem Kram. Besser ist das. So, dann stellen wir die Kisten mal eben ab, wa? Trennen du? Ich weiß auch nicht. Den sehe ich schon wieder fast mit einem hier WTM-MC-Kennzeichen dran. Ich weiß gar nicht warum, aber eben würde ich ihn voll fühlen. Er ist ja angemeldet bei mir auf 07er, hätte noch so fahren können. Ich hätte die Batterie, hätte mal taufrisch gemacht. Guck mal, neben Toyota. Ich würde sagen, wir schieben das Kater ganz hinten in die Ecke. Das quälen wir dazu, zu diesem kleinen Anhänger da hinten. Und dann hier stellen wir so viel Autos davor, wie es geht. Das ist so die Idee. Ich habe auch noch so Kisten wie das Trabi Taxi und so, bei dem anderen Außenlager. Die müssen eigentlich woanders hin. Ah, das ist scheiße. Weil die Trabi Taxi und so, das ist so ein Kram, der wahrscheinlich eher hinten steht. Also das ist ja nicht eher Kram, der vorne steht hier, sowas. Und das fährt ja auch. Das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man das so ein bisschen umschichten kann später. Oh, Alter, ich brauche noch einen Abteil mehr, glaube ich. Da, wo der Strich 8 steht. Das Ding brauchte ich eigentlich noch mehr. Und dann habe ich auf jeden Fall genug Platz. Damit ein Platz ist ein Problem. So wie immer halt. Ne? Wir werden am Ende sehen, wie viel Platz die Kieferteile einnehmen. In der anderen Halle. So können wir es halt vor- und zurückrechnen. Ob es passt oder nicht passt. Ich hatte gehofft, ihn anzurollen, aber hat er keinen Bock drauf gehabt. Beziehungsweise Bock schon, aber die Batterie hat zu wenig Saft. Ja toll, hier hängt eine Bremse bei dem Auto. Ich würde den Abenteuer wählen, den zu schieben. Naja, erstmal gucke ich mal, ob das Plateau da erstmal auch weggeschoben kriegt. Oder dich ihn kaputt macht. Gucken wir mal. Plateau. Oh, jo. Immerhin, das geht schon mal. Guter Anfang. Nächste Runde. Ich glaube, wir kommen mit dem Platz gar nicht hin. Das ist hier schon wieder ein Problem. So ein minimales. Weil aus Minimal mache ich auch gerne maximal. Scheiße. Komm mal, Scirocco. Das ist eine coole Kerre. Wo kommt der denn her? So, weiter geht's. Was ein Gerödel, Alter. Und das ist ja noch die kurze Route. Die andere Halle, die ist über 20 Kilometer entfernt. Das kann doch was werden. Das ist ja nur die Decke mehr Ecke da, wo ich ein bisschen Platz mache für Käferteile. Die andere eskaliert anderweitig. Ich kann ja auch ein bisschen umräumen oder was, aber Ascoda muss ich auf jeden Fall raus haben. Und den Jetta vielleicht, ja nicht jetzt vielleicht, auch später wird er auch reichen. Ich hoffe, der Ascoda spielt der Powerbank noch an, weil der hat einen Einspritzmotor und die springen ja relativ einfach an, die Autos. Junge, ey, was ein Tag, ne? Hin und her. Und wenn ich fertig bin, nochmal hin und her. Wäre langweilig, wenn nicht. Guck mal, die Ape, den müsst ihr auch rüber. Zum Beispiel. Dann machen wir erstmal einen Transport, Ape und Jetta. Den Ascona habe ich dann nämlich ganz schön eingebuddelt. Und dann könnte man vielleicht die beiden Dinger hier rüber stellen. Ich muss Markus Breiben meine Nachricht schreiben, ob er den Wagen überhaupt noch haben will, die Witwe. Oder die alte Witwe. Weil wenn er den Wagen gar nicht haben will, wie es mir irgendwie scheint, glaube ich wenigstens, dann hier können wir lieber schlachten und zum Verwerter schieben. Weil ich glaube,
viel Sinn macht der hier drin nicht mehr, außer dass er hardcore Platz klaut. So ein Stück Geschichte, das Teil hier, ne? Ein ziemlich Stück Gurgia-Geschichte. Ja, der Kopfhügel, der ist fast noch gut und die Haube geht auch noch. Also muss man einiges abbauen dann noch. Oh, Alter, was ein Geeiere hier. Boah, Rücken tut mir weh. Alles andere. Jetzt habe ich ja angefangen, die ganze Scheiße, die hier ist, darüber zu pulen, damit ich den rauskriege, weil die hat zwei Platte Reifen. Ja, super. Frage ist, ob die Powerbank hier noch anschafft. Wäre schon mal nicht schlecht. Wir haben schon mal ein bisschen was geschafft. Dafür muss ich einen zweiten Mann haben, Alter. Das ist ja leider nicht. Ich habe ja keinen Strom. Ich habe ja schon mal, ich habe ja keinen Kompressor oder irgendwas. Ne? Habe ich ja auch nie gebraucht. Weißt du, das ist ja nur ein Außenlager. Weißt du, das ist Lager eigentlich ja nur. Ich schraube hier ja nicht. Guck was passiert. Scheiße, nicht genug Saft. Und das ist so einer von diesen, ich springe auf den Schlag an Autos eigentlich. Ende. Das war's. Aktion verloren. Ich muss jetzt mit der Hand vorschieben, der dann zurückschieben. Ich krieg die noch irgendwie so aufgeschoben. Aber fahren wäre natürlich die bessere Variante gewesen. Ach, verdammt, ey. Aber ist halt der Scheiß. Übrigens sind diese Stellplätze hier ziemlich kacke hier am Rand. Das muss ich mir merken. Die Randstellplätze kannst du echt vergessen. Weil hier ist ja immer so ein... Vorsichtig. Ach, gut. Ja, hier ist immer so ein Durchzug, glaube ich, von hier unten. Und deswegen trägt hier auch immer alles voll in der Kante hier. Sieht doch aus, Lenkrad hier schimmelig, guck mal. Jetzt hier hoch, seht ihr? Da. Die Ecke hier ist nicht so gut. Außerdem macht alle Fenster auf, dann muss es vielleicht funktionieren. Weil an der Ecke da ist gar nicht schimmelig. Hier ist alles okay. Das heißt, wir sollten das auf jeden Fall jetzt weiterhin so machen, dass wir die Ecke vielleicht für Teile nutzen. Und dann hier die Autos in der Mitte stehen lassen. Das heißt, ich packe vielleicht den Teil der Trabi hier, beziehungsweise den Projekt-Trabi da an die Ecke, weil der ist ja zerlegt, der kann ja gar nicht schimmeln. Was soll da drin schimmeln, Alter? Das ist ja alles zerlegt. Auch eine coole Karre, ne? Aber auch ein Riesenprojekt, den wir zusammen zu puzzeln. Das ist ein typisches Restaurationsding. Komm, ich baue mal eben alles auseinander. Es wird schon klappen, weißt du, so ein Ding ist das. Und das ist immer eine Katastrophe. Wenn alles schief geht, der Hof hier hat ja auch noch einen Heuboden, ne? Der ist hier. Aber... den Scheiß hier hochzukarren, da habe ich nicht so mega Bock drauf. Da kann man lieber ohne Heuboden arbeiten. Und ich kann das hier auch noch alles vollschmeißen, wenn ich wollte. Hier ist auch noch genug Platz. Nur ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich glaube, das ist besser, dass man es hier alles irgendwo griffig hinpackt. Weißt du, oh, guck mal, eine Tränke. Ist da noch Wasser drin? Kann ich nicht mehr trinken. Oh, schade. Das wäre schon ein bisschen besser sonst. Aber okay. Passt schon. Wird schon irgendwie laufen. Brauche ich mal Gordons Hilfe, dass wir die nochmal in die Ecke schieben hier. Dann kommen wir mit der Winde anpitchen, den Derby. Den Jetta. Ja, ist ja irgendwie auch fast wie ein Derby. Guck mal hier, so als Dreitürer. Kommt schon irgendwie so hin, ne? Finde ich. Was ein Gerödel. Ja, den kann ich ja ran nicht schieben alleine. Aber ihr seht schon, es ist schon bereit. Jetzt müssen wir noch einen Kirchturm hier vom Haus zu Haus. Die Ecke hier ist okay. Also ich glaube, ich habe bald genug Platz mit den ganzen Käferteile. Also dass ich den Jetta auch erstmal hier stehen mache, das die Tage mit Michi oder so. Das ist vielleicht der einfachste Weg, weil der steht, glaube ich, gar nicht mal so mega im Weg. Weil wir haben jetzt genug Platz geschaffen. Die ganze Ecke hier ist frei. Das ist schon gut. Und je nachdem, wie viele Käferteile hier am Platz wegnehmen, werden wir ja auch sehen, ob wir noch ein bisschen Platz über haben, um wieder Fahrzeuge reinzustellen. Wie gesagt, aber ich kann mir das ganz gut vorstellen, wenn man das hier so als Konvolut betrachtet hier. Weißt du, macht man so hier eine Anzeige, Käferteile, Konvolut und alles richtig geordnet und schick hier und dann kann man die Fotos machen und ich glaube, da wären wir auch schon sowas los. Bin mir ganz sicher. Müssen wir ja auch letztendlich, weil das zu behalten, das wäre Schwachsinn. Ich will halt nur genug Teile haben, um zum Beispiel ihn hier ein bisschen aufzumotzen. Er ist ja cool, aber ich würde ihn ja natürlich gerne ein bisschen cooler machen. Er hat ein hartes Leben. Lebenlang in Lost Place gestanden und dann kommt der scheiß Gurkentyp und labert wieder irgendwelche Scheiße. Oh oh.
Und der muss auch dringend mal hier raus. Der muss bald mal ins hier die Haupthalle, weil da müssen wir nochmal einen schwarzen B-Corsa besorgen. Ich meine, den kriegen wir doch überall, so normale B-Corsa. Und dem auf Original umzubauen, dass wir den 2016 V Sleeper haben. Das wäre das Ding. 150 PS und man sieht's nicht. Das wäre der Hammer. Vier Eierraum, nichts. Letztendlich habe ich den ganzen Tag hier für die Gegend geeiert. Jetzt mit euch videomäßig. Auto hier, Auto da, Auto dort. Übrigens, die ganzen Autos, die fahren eigentlich alle. Ne? Nur wenn mein Booster irgendwann keinen Bock mehr hat, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf Boosten, dann schiebe ich halt. Apple fährt übrigens auch hier. Der fährt, der fährt, der fährt. Alle vier hier fahren tadellos eigentlich. Und so wirklich voll fahrbereit. Außer er, da hängt die Bremse ein bisschen. Immer vorbeigehen die Tage. Nächsten 20 Jahre. Weil hier, der fährt sowieso. Ah. Naja, gut, genug gelabert. Komm, wieder rein mit dem großen Teil da in die Halle, weil ich bin fertig für heute mit der Scheiße. Weil hier Ford Explorer macht Probleme, hat Gordon gerade erzählt. Er leckt. Hydraulik, links hier, Getriebeöl. Haben wir die ganze Wanddichtung, den Filter neu gemacht, haben das Öl gewechselt. Und jetzt soll er lecken, sagt er. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, weil den habe ich morgen auf dem TÜV-Plan stehen. Und dass nämlich morgen mit dem TÜV-Plan nicht so ganz aufgeht, dann müssen wir ein anderes Auto haben. Und wir haben noch kein anderes Auto. Dadurch haben wir den einen Passat haben wir noch. Aber ich habe einfach mal die Schnauze voll von dem Explorer auf der Hebebühne, weil, wie gesagt, jeder Tag, wo der auf der Bühne steht, kostet mich Geld. Und ich hatte jetzt eigentlich geplant, dass das Gordon hinter Hatz auf der Bühne nimmt, mit der Lichtmaschine, die kaputt ist, dass die Lichtmaschine getauscht wird. Damit der Kunde morgen seine Kiste wieder kriegen kann, der alte Herr da. Naja, müssen wir schauen, was passiert. Der hat sogar ein Scheißgeschäft. Wie gesagt, ich habe ihm für 1.350 Euro verkauft. Und hier, ja, ich will nicht wissen, wie viel Ärger der uns schon die ganze Zeit, wo wir ihn haben, gemacht haben, weißt du? So mit diesem ganzen Kleinkrieg. Das sind halt so die Autos, das lohnt sich nicht, die wir machen. Also ich werde so einen als Dreitürer wohl nicht mehr kaufen. Höchstens noch mal als Fünftürer. Und dann kann man noch mal, sag mal, 600 Euro mehr ranschreiben. Ne, weil das kleine Ding da macht nicht viel Sinn. Schade. Ärgert mich das Auto, wirklich. Aber gut, war ein Versuch, war ein Experiment, das da zu Ding. Und naja, ich würde nicht sagen, es ist fehlgeschlagen. Es ist mit einer Null geendet. Und eine Null ist ja immer noch besser als ein Minus. Und ich muss natürlich über Frostschutz mitnehmen, weil heute Nacht wird es richtig frieren hier. Hier der blaue Himmel. Und jetzt ist schon das Eis eingefroren. Tines Kreisler hat da keinen Bock drauf ohne Frostschutz. Auch mein LKW hat keinen Frostschutz drauf. Das ist auch schlecht. Naja, so. Schlaf gut mit den kleinen Gurken. Okay. Wir beide müssen raus. Okay. Wir bleiben hier ja, drin. Auch doch raus. Das muss richtig. Scheiße, Alter, ich muss echt Frostschutz mitnehmen, guck mal. Fing ja schon an, hier zu frieren. Alter, jetzt geht's smooth, Alter. Alter, hat einen Scheiß. Alter, die auch. Die hat auch keinen Frostschutz raus, der Schleppwagen. Oder vielleicht nur minus 3 Grad oder so. Ich fahre nur eben rein, dann komme ich so in die Werkstatt. Gordon, ich fahre eben rein, dann komme ich so in die Werkstatt. Oh, Junge. Die Powerbank und dann eben an Strom hängen und sowas. Ja, so, das friert alles ein jetzt. Oh, der Winter, der kommt ja immer so plötzlich. Man rechnet da voll nicht mit, dass es kalt wird. Ich mit meiner Frostschutzscheiße. Der LKW hat tatsächlich, wo ich ihn gekriegt habe, hätte er irgendwo Kühlwasser verbraucht oder verloren oder keine Ahnung was. Hat aber mit aufgehört. Und deswegen ist er halt vom Nachfüllen, halt vom Testen und so, ist da halt kein Frostschutz mehr drauf. Oder kaum Frostschutz drauf. Das muss ich auf jeden Fall noch klären. Kommt besser. Für den hier. Aber ich kann es auch jetzt nicht auffüllen, weil wenn ich es mich jetzt auffülle, dann wäre ich ein bisschen dämlich. Ihr wisst selber, machst du einmal den Behälter auf, dann spritzt das die ganze Scheiße noch entgegen. Das hilft auch nichts. Deswegen müssen wir auf morgen warten, machen das morgen. Und für Tines Gurke nehme ich heute ein bisschen Frostschutz zur Go mit, damit sie erstmal was raufkriegt. Dann kann sie die Karre einmal warm laufen lassen. Und dann müsste das Thema eigentlich auch durch sein. So, Tor auf. Komm her, geh auf da.
Und dann gucken wir, was ein Explorer ist, Alter. Was ein Scheiß mit dem Getriebeöl. Das ist richtig nervig. Das können wir auch voll gebrauchen jetzt. Also nicht, überhaupt nicht. Hat Tropfen damit aufgehört, hat der Kollege. Das ist schon mal ganz cool. Da kann man nicht meckern. Also tut's nicht mehr. Hat er beim Bäsen für den Pfleger gekommen, dass wir Checker von drauffüllen. Ich glaube gar nicht mal so, was kommt. Wird Glück haben, ne? Aber so ein halber Liter bestimmt, ne? Ja, mach mal ruhig so nach und nach so, ne? Wir fahren lieber zwischen, weil er genau auf Mitte ist. Ist der Motor warm, Getriebe ist warm. Und jetzt fallen wir das sozusagen, füllen wir Öl drauf und wenn er in der Mitte ist, ist gut. Weil Getriebeöl bei solchen Autos musst du immer bei laufendem Motor und warmen Motor machen. Und gleich muss man da eben Frostschutz machen bei den anderen Gurkengurken. Unseren eigenen Supergurken. Die neue bei Ries auch drin. Die deutsche passt, wenn die andersrum einbaut, passen die Pole. Das ist ganz cool. Der läuft echt schön, der Motor. Kann man nicht meckern. Da müssen wir ein bisschen entgrünspanisieren vielleicht noch. Der hat ein bisschen Grünspann angesetzt. Bei uns, wo er uns gestanden hat. Das ist echt schön. Und dieses Ding muss hier ab. Das ist so ein Masseband. Das ist so ein Gerücht, das davon helfen soll früher. Aber wollen wir dieses Massegummiband nicht abmachen? Ich finde, das sieht scheiße aus. Das hier ist Erdungsband da. Guck dir das dann dagegen an, wie er so rumbaumelt. Und der Klimakompressor geht mal auf den Sack. Ich mach dir auch mein Leben aus. Oh, Junge, Alter. Wo ist denn das? Wo ist denn der Knopf überhaupt? Wo ist der AC-Knopf? Ich habe keine Ahnung, Alter. Oh, warte mal. AC? Oh, der steht gar nicht auf AC. Na ja, gut, dann hilft ja nichts. Wenn das auf AC steht, dann kribbelt der da umsonst rum. Ah. Das steht gar nicht auf AC. Frag mich nicht, warum die Mannschaft mitdreht. Ja. Das ist ein Stecker abziehen. Mal gucken. Die AC explodiert sich gerade selber. Die entdeckt sich gerade selber. Ja, sieht schon besser aus. So, zum Thema Explorer. Wir werden morgen sehen, wie das Ding läuft mit dem Fahren. Ne, jetzt ist er offiziell fertig. Aber die Heckschuhstange sieht echt gut aus, Mann. Sieht echt geil aus. Ja, ich finde die auch schön. Ich fahre die richtig. Sieht aus, als war das Original so. Ja, schon, ne? Mit diesem Glanzschwarz. Total gut geworden. Mhm. Auch so, wie du es angesetzt hast mit dem hier, mit den Dings in den Seiten. Das sieht man noch fast gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum das Glanzschwarz ist. Hatten wir noch. Eigentlich war das gar kein Glanzschwarz. Gloss. Doch, High Gloss. Hochglanz. Ah, das wird schon. So. Freunde, haut rein, bis morgen. Morgen fahren wir den Kollegen zum TÜV, mal gucken, was er zu sagen. Und vor allem, wir fahren zu der weit entfernten TÜV-Station hin. Das heißt, mal gucken, was hier der TÜV zu dem Auto sagt. In diesem Sinne, munter.